Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute will ich euch mal etwas näher kommen und deswegen probiere ich das mal aus, wenn ich so nah dran bin. Und heute beginnen wir mit dem zweiten Teil des Adventskalenders, nämlich Weihnachtswundernacht Band 7, dem Band aus diesem aktuellen Jahr, dem siebten Band dieser wunderbaren Reihe, erschienen im Brendo Verlag und herausgegeben von Thomas Klappstein. Und wir knüpfen nahtlos praktisch an die Geschichte von gestern an. Die Geschichte gestern war ja von der wunderbaren Sabine Langenbach. Und die heutige Geschichte, man glaubt es kaum, ist schon wieder von Sabine Langenbach. Die letzte Geschichte aus dem letztjährigen Band habe ich von dir vorgelesen, liebe Sabine. Und im diesjährigen Band eröffnest du den Reigen der Geschichten mit der Geschichte Heimatgefühle, Currywurst und verlorene T-Shirts. Jo. Die Kälte kroch unter ihren Mantel und sogar in die Schuhe. Der Wind pfiff erbarmungslos um ihre Ohren. Aber eine Mütze aufsetzen, das kam für sie nicht in Frage. Sie wollte alles um sich herum hören, riechen, sehen, wahrnehmen, aufsaugen und genießen. Das war ihre Stadt. Und sie war endlich wieder hier, wenn auch nur für 24 Stunden, eine kleine Atempause im Advent. Jedes Mal, wenn sie nach Berlin zurückkehrte, überkam sie ein seltsames Gefühl von Zuhause sein. Und das, obwohl sie schon seit 40 Jahren im Ruhrpott lebte. Schnell hatte sie im Hotel eingecheckt. Jetzt stand sie auf dem Bahnhof Friedrichstraße und wartete auf die S-Bahn nach Steglitz. Ratternd fuhr der Zug ein. Sie stieg ein und fuhr bis zum Rathaus Steglitz. Dort wechselte sie in den Bus. Am Steglitzer Damm, direkt vor ihrer alten Haustür, stieg sie aus und ging die paar Meter bis zu Krassels, denn hier eine Currywurst zu essen war Pflicht, wenn sie in der Stadt war. Diesen Imbiss hatte es schon in ihrer Kindheit gegeben. Mittags nach der Schule hatte sie ja immer nach alten Ketchupbrötchen gefragt. Die hat es nämlich umsonst gegeben. Das Brötchen war zwar steinhart gewesen, aber darauf war es nicht angekommen. Der hausgemachte Ketchup war die eigentliche Leckerei gewesen und den hatte sie genüsslich abgeschleckt. Der Rest war in den Müll gewandert. Im Gehen schüttelte sie den Kopf. Das hatte sie gemacht. Als Grundschülerin hatte sie sich über sowas wie Hunger in der Welt und verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln noch keine Gedanken gemacht. Beim Imbiss angekommen, bestellte sie zweimal Curry, ein Brötchen und Fassbrause und wunderte sich über sich selbst. Sie hatte gerade tatsächlich berlinert. Während sie herzhaft in die Currywurst biss und vor sich hinkaute, überkam sie ein Flashback. Sie war 3 Jahre alt und stand mit ihrer Oma und mit ihrem Lieblingskuscheltier Lina vor Opas weißem Opel Commodore. »Beatchen, wink doch mal in die Kamera«, hatte die Oma gesagt. Sie hatte das total peinlich gefunden. Sie schüttelte sich etwas und war wieder in der Realität. Ja, genau hier vor dem Imbiss war das Foto aufgenommen worden. Neulich hatte sie es noch in der Hand gehabt. Vielleicht erinnerte sie sich deshalb so lebhaft an die Szene. Ansonsten hatte sie vieles von damals vergessen. Sie stippte auch das letzte bisschen Ketchup in dem Brötchen auf, trank die Fassbrause leer und ging wieder zum Bus. Jetzt war Shoppen an der Steglitzer Schlossstraße angesagt. Hier war die Zeit nicht stehen geblieben. Da, wo früher das rote Backstein-Rathaus gestanden hatte, war jetzt ein großes Einkaufszentrum, das seinem Namen Ehre machte. Das Schloss. Pompös, großzügig und viel Gold hatte es zu bieten. Hier flanierte sie durch die Etagen auf der Suche nach einem originellen Mitbringsel für Tochter und Sohn. Auch wenn es draußen schon sehr winterlich war, T-Shirts sollten es sein, die etwas mit ihrer Lieblingsstadt zu tun haben sollten. Denn der nächste Frühling kommt bestimmt. Aber sie fand nur Geschäfte, die es mittlerweile überall gab, oder Souvenirläden mit Ramsch. Beate wollte schon fast aufgeben. Da entdeckte sie einen winzigen Shop, vollgestopft mit originellen Shirts.
Sie verliebte sich sofort in ein schwarzes, auf dem mit Strasssteinchen das Wort Exil-Berlinerin zu lesen war. Eigentlich war so etwas Kitschiges gar nicht ihr Fall, aber die Aufschrift drückte aus, wie sie sich fühlte. Sie probierte es an. Es passte super. Erst dann fragte sie nach dem Preis und erstarrte. So viel hatte sie noch nie für solch ein Oberteil ausgegeben. Doch jetzt war es zu spät. Sie musste es haben. Eine halbe Stunde verbrachte sie noch in dem Store, begutachtete ein Shirt nach dem nächsten und schwatzte mit der netten Verkäuferin, von der sie gleich geduzt wurde. Schließlich fand sie das Passende für ihre Kinder. Tief durchatmen war dann beim Bezahlen angesagt. Mehr als 100 Euro musste sie hinblättern. Was ein Luxus, dachte sie und reichte ihre Kreditkarte über den Verkaufstisch. Glücklich über ihren Einkauf, den sie in einer Papiertüte trug, verließ sie das Geschäft und ging schnurstracks zur U-Bahn. Sie hatte eine Einladung zum Kaffeetrinken bei Freunden im Osten der Stadt. Eine Stunde Fahrt musste sie dafür einrechnen. Die U-Bahn kam sofort. Beate setzte sich und war ganz in Gedanken. Am Bahnhof Zoo musste sie in die S-Bahn umsteigen. Sie sprang vom Sitz auf und drängelte sich durch die Leute zum Bahnsteig. »Zurückbleiben«, hörte sie die automatische Stimme. Plötzlich überkam sie ein mulmiges Gefühl. Sie überlegte, Handtasche ist da, Shopper auch, T-Shirt-Tüte. Oh nein, die T-Shirt-Tüte stand noch in der U-Bahn, von der nur noch die Rücklichter zu sehen waren. Sie hätte heulen können. Was nun? Ihr erster Gedanke, Infopunkt der Verkehrsgesellschaft. Die können doch mit dem Fahrer Kontakt aufnehmen. Sie rannte über die verschiedenen Ebenen des Bahnhofs, verlief sich und kam völlig außer Atem bei der Servicestelle an. 5 Leute vor ihr. Warten war angesagt, während ihre T-Shirts unterwegs nach Rudow waren. Wenn sie nicht schon jemand mitgenommen hat und sich über die schicken, teuren Oberteile zum Nulltarif freut, dachte sie bitter. Wieder stiegen Tränen hoch, diesmal vor Wut über sich selbst. »Was bin ich dusselig«, dachte sie immer wieder. Nach knapp 20 Minuten war sie endlich an der Reihe. Sie schilderte, was passiert war und bat, dass man dem Fahrer oder an der Endhaltestelle Bescheid geben würde. »Ich kann da niemanden anrufen, das geht nicht«, sagte die sichtlich genervte Dame und drückte ihr eine Karte vom Fundbüro in die Hand. »Da können Sie anrufen, vielleicht haben Sie Glück.« Und damit war die Sache für die Sachbearbeiterin am Schalter erledigt. Traurig und wütend stapfte Beate die Treppen hoch. Im U-Bahn-Schacht hatte sie keinen Handyempfang. Draußen in eises Kälte wählte sie mit zittrigen Händen die Nummer der Fundstelle. Ein freundlicher Mann am anderen Ende erklärte, dass er ihr zu diesem Zeitpunkt nicht weiterhelfen könne. Fundsachen würden erst nach der letzten Schicht gesammelt und dann weitergeleitet. Sie soll in 3 Tagen nochmal anrufen. »Da bin ich schon längst wieder zu Hause«, sagte sie unter Tränen. Als er ihr zum Schluss noch einen schönen Aufenthalt in Berlin wünschte, war es mit ihrer Fassung vorbei. Bis vor einer Stunde war alles richtig schön gewesen. Aber im Selbstmitleid zu versinken, war nicht ihr Ding. Also riss Beate sich zusammen, schaute auf die Uhr und dachte auf einmal ganz nüchtern, »Jetzt kannst du nichts machen. Fahre lieber deine Freunde besuchen.« Und das tat sie. Mit ordentlicher Verspätung kam sie an. Die Kinder der Freunde ließen sie das Malheur zwischenzeitlich total vergessen. Aber kaum war sie wieder auf dem Weg zum S-Bahnhof, wurmte es sie umso mehr, dass sie die Tüte hatte stehen lassen. Ganz plötzlich war er da, der Gedanke, ich fahre nochmal nach Steglitz. Sie schaute auf die Uhr. Zeit genug war bis Ladenschluss. Aber nochmal so viel Geld ausgeben? Nein, das ging gar nicht. Als sie an der Haltestelle ankam, die ihrem Hotel am nächsten lag, stieg sie aus und war wild entschlossen, eben etwas anderes für die Kids zu kaufen. Sie ging die Einkaufsstraße im Sturmschritt rauf und runter, fand aber alles zu kitschig oder einfach unpassend. Plötzlich stand sie wieder an der S-Bahn-Station. Da hatte sie doch gar nicht hingewollt. Aber da war es wieder. Das Gefühl, der Eindruck, dass sie nochmal hinfahren sollte, ohne zu wissen, warum. Eigentlich verrückt,
was ich hier mache, war ihr Gedanke, als sie eine knappe halbe Stunde später das Einkaufszentrum betrat. Im Shirtladen sah sie sofort die freundliche Verkäuferin vom Mittag. »Du glaubst nicht, was mir passiert ist«, brach es aus Beate heraus. Bevor sie weiterreden konnte, antwortete die junge Frau, »Doch.« »Hä?« hatte sie sich verhört. Woher sollte diese Frau wissen, was sie die letzten Stunden erlebt hatte? Also ignorierte sie den Einwand und redete einfach weiter. »Ich hab die Tüte mit euren geilen Shirts in der U-Bahn stehen lassen.« »Ich weiß«, war die lachende Antwort. Beate war total irritiert. »Wie? Du weißt?« Da erklärte die Verkäuferin, dass sie am Nachmittag einen ungewöhnlichen Anruf erhalten hatte. Eine Frau erklärte, dass sie eine Tüte mit Shirts samt Kassenbon von dieser Filiale der U-Bahn gefunden hatte und wissen wollte, ob bekannt wäre, wer die Teile gekauft hatte. Sie wollte die Fundstücke gerne zurückbringen. »Hier, das ist die Nummer von der Frau. Ruf die gleich mal an.« Beate konnte ihr Glück kaum fassen und wählte gleich die Nummer. Sie nannte nicht ihren Namen, sondern sagte, »Hier ist die Frau, die ihre T-Shirt-Tüte in der U-Bahn stehen gelassen hat.« Ein Lacher auf der anderen Seite brach das Eis. Beate bedankte sich herzlich, dass die Finderin sich im Laden gemeldet hatte. »Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin«, sagte die frei heraus. Und auf die Anmerkung, andere hätten die Shirts behalten, erwiderte sie nur lachend, »War ja nicht meine Größe.« Da Beate am nächsten Tag schon wieder nach Hause fuhr, vereinbarten sie, dass die Fundsachen per Post verschickt werden sollten. Die Kosten würde sie natürlich übernehmen. Sie konnte gar nicht aufhören, Danke zu sagen. Als sie aufgelegt hatte, schaute sie in das Gesicht der Verkäuferin, in dem sich eine Mischung aus Erstaunen und Freude spiegelte. »Sowas ist mir in all den Jahren noch nie passiert.« »Ja, das ist schon total abgedreht. Was bin ich froh, dass ich doch noch mal hergekommen bin. Sonst hätte ich die Shirts nicht zurückbekommen«, sagte Beate zum Abschied und ging beschwingt wieder zur S-Bahn zurück. Wenn sie schon im Advent in Berlin war, musste sie noch auf den Weihnachtsmarkt, auf dem Gendarmenmarkt. Was ein verrückter Tag, schoss es ihr durch den Kopf, als sie in der S-Bahn aus dem Fenster schaute und die weihnachtlich beleuchtete Stadt bewunderte. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass ihr das alles nicht zufällig passiert war. Sie sollte daraus etwas lernen. Aber was? Sie beschloss, diese Frage erst einmal zur Seite zu schieben und den Weihnachtsmarkt zu genießen. Die Kälte machte ihr nichts aus. Im Gegenteil, sie passte perfekt zu der Stimmung. Beate gönnte sich einen Winzerglühwein. Während sie ihn genüsslich schlürfte, beobachtete sie das Treiben um sich herum. Im Augenwinkel nahm sie eine Menschenansammlung wahr. Sie drehte sich dorthin und entdeckte, dass gerade ein Frauenchor dabei war, eine Aktionsbühne zu betreten. Die Damen im fortgeschrittenen Alter stellten sich auf und schmetterten alte Weihnachtslieder. Gloria in excelsis Deo. Ihr wurde ganz warm ums Herz. Und das lag nicht am Glühwein. Dieses Lied hatte sie früher im Kinderchor in Steglitz gesungen. »Lasst uns zu dem Kripplern eilen, seht das Wunder, das geschah. Heut will sich der Himmel teilen, Gott wird Mensch, Halleluja«, klang es jetzt über den Platz. »Ja«, dachte sie. Das war schon ziemlich abgefahren, dass Gott als Baby auf die Welt gekommen ist. Und dann noch in einem dreckigen, stinkenden Stall. Und das aus Liebe zu uns Menschen. Sie wärmte sich die Hände an der Glühweintasse und stutzte. Fast unglaublich war auch das, was sie heute mit ihren verloren geglaubten T-Shirts erlebt hatte. Aber es war tatsächlich passiert. Langsam dämmerte es ihr. Das war also die Lektion, die sie lernen sollte. Vielen Dank, liebe Sabine, für diese wunderbare Adventsgeschichte. Und die Lektion, an der du uns hast teilhaben lassen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Donnerstag und freue mich drauf, morgen das nächste Türchen mit euch zu teilen. Tschüss!